Herr Schneider, Sie haben heute bei einer Diskussion hier auf dem Forum Lokaljournalismus gesagt, dass in der Vergangenheit auch bestimmte Fehler in der Berichterstattung über die AfD gemacht wurden. Wie meinten Sie das genau? Ging es darum, dass man da zu viel ausgeblendet hat? Hat man da was ignoriert? Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, dass da Fehler gemacht wurden, vielleicht auch noch gemacht werden. Da muss man als Chefredakteur natürlich auch einen Blick drauf haben. Wir setzen uns selbstverständlich, das ist journalistisches Handwerkszeug, mit den Positionen der AfD kritisch auseinander, wenn es sein muss, auch sehr kritisch. Aber es geht natürlich nicht, dass wir eine Partei, die so viele Wähler hat, dass wir die dann komplett ausgrenzen oder ignorieren mit der Begründung, dass da negative Dinge transportiert werden. Aber laufen Sie dadurch nicht Gefahr, dass Sie zum Beispiel dann eben auch rechtsextreme Positionen groß machen oder zum Beispiel auch irrationale Haltungen, zum Beispiel beim Stichwort Klimawandel, wo die AfD ja teilweise ein bisschen das bezweifelt, dass er überhaupt existiert. Kann es nicht sein, dass Sie dann solche Haltungen auch größer machen? Die Befürchtung habe ich gar nicht. Ich meine, dafür sind Journalisten da, dafür haben wir unsere Mittel, die Dinge zu berichten und uns kritisch mit auseinanderzusetzen. Und selbstverständlich checken wir die Fakten. Und wenn eine Partei Unsinn verzapft, zum Beispiel zum Thema Klimawandel, dann wird es ganz klar benannt. Aber ich bin eben der Meinung, völlig unaufgeregt. Und wenn es was zu kommentieren gibt, und das tun wir oft, und das will ich auch oft von meinen Kolleginnen und Kollegen, dann tun wir das. Und wenn es um rechtsextreme Tendenzen geht, dann erst recht, selbstverständlich. Es ging auf dem Podium ja auch darum, dass viele Ressentiments, die in der Gesellschaft laut werden, oftmals sozusagen auch affektgeladene Sachen sind. Glauben Sie, dass Sie mit dieser Art der Umgang mit solchen Themen eben auch diese Leute dann noch erreichen können? Ich sage immer, der beste Weg, Menschen, die emotionalisiert sind oder die vorher beeinflusst sind, die Ressentiments transportieren, auch gegenüber uns Medien, dass der beste Weg ist einfach eine unaufgeregte und aber trotzdem eine sehr klare und mitunter auch mutige Art und Weise, die Information zu benennen, die Dinge beim Namen zu benennen und sich nicht in diesen Strudel reinziehen zu lassen. Dafür sind wir Journalisten da.